Hi zusammen, boah, ich bin fix und fertig. Ich mache das Video, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal. Immer ist irgendwas, entweder bin ich unscharf, mein Kopf ist abgeschnitten oder Stativ bricht zusammen. Also irgendwas ist immer, also arbeiten unter erschwerten Bedingungen heute. Ja, ich möchte heute euch meine Top 5 vorstellen. Ja, ich habe mich endlich durchgerungen. Nehme ich jetzt überhaupt auf? Ja, aber das fehlt doch, dass ich jetzt vergessen habe, auf Rec zu drücken. Oh, es ist so ätzend, eine Kamera zu haben ohne schwenkbares Display, ich sag's euch. Also, wenn ihr euch jemals eine gute Digitalkamera kaufen solltet zum Videos drehen, dann schaut, dass es ein Display hat, das ihr umdrehen könnt zu euch. Denn wenn man sich nicht sehen kann, ist das echt Mucks. So, also, zuerst möchte ich mich bedanken bei all den tollen Mädels, die mitgemacht haben. Ich freue mich wirklich sehr. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, eure Videos zu schauen. Ich musste mich für 5 entscheiden und das war wirklich super schwer, denn es waren wirklich sehr viele tolle Videos dabei und sehr viele Mädchen. Ich habe es mir wirklich viel leichter vorgestellt und dachte so, ach, 5 ist doch viel, aber am Ende habe ich so mit mir gerungen und es waren wirklich dann nur noch so klitzekleinigkeiten, warum ich mich für den einen entschieden habe. Es waren wirklich so viele dabei, wo ich auch dachte, wie schade. Denn einige hatten zum Beispiel ja gar kein Voice-Over. Also die haben gar nicht gesprochen. Ich habe also das Mädchen gesehen und dachte, oh, wie schön. Und dann hat sie aber weder gesprochen noch ein Voice-Over gemacht. Und ich wusste jetzt gar nicht so, okay, wie ist sie so, wenn sie spricht? Das war dann ein bisschen schade. Letztendlich habe ich meine Top 5 gefunden und natürlich möchte ich die euch heute vorstellen. Und warum ich die euch vorstellen will und warum es so wichtig ist, dass ihr die toll findet, das erkläre ich euch gerne. Und zwar seid ihr nämlich in den nächsten Wochen gefragt. Die Mädels bekommen von uns Aufgaben, also von Rebecca, Mina und mir. Wir haben uns die selber ausgedacht. Und ja, die nächsten zwei Aufgaben, die werde ich den meinen Mädels jetzt am Ende des Videos noch sagen. Ja, und zwar werdet ihr die Videos begutachten und danach voten. Ihr werdet die Top 10 voten, das heißt, 5 Mädchen werden uns verlassen. Und wenn ich ganz großes Pech habe und die anderen 10 sind einfach besser, ist quasi mein komplettes Team weg und ich sozusagen ausgeschieden aus dem Battle und das wäre natürlich total scheiße. Ja, deswegen ist es total wichtig, dass euch die Mädels gefallen und dass ihr tatkräftig mitvoten werdet. Ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich euch jetzt meine Top 5 vorstellen. Zum einen haben wir da die wundervolle Nina. Hallo du da draußen und hallo meine liebe Tine. Wie schön, dass ihr beiden eingeschaltet habt. Ich bewerbe mich heute bei dir, Tine, für dein Team. Für dich da draußen, falls du nicht genau weißt, um was für eine Aktion es geht. Ich verlinke dir das Originalvideo von Tine unten in der Infobox und dann kannst du dich ja mal schlau machen. Meine herzallerliebste Tine, deine erste Aufgabe an uns war es, innerhalb von 2 Minuten zu zeigen und zu sagen, wer wir sind. Ich bin Nina, bin 32, komme aus Offenbach und bin ganz schön verrückt, glaube ich. Also ich entspreche definitiv nicht den Normalmaßen. Ich entspreche allerdings auch nicht dem Normalstil. Ich bin irgendwie in allen Belangen so ein bisschen anders. Manchmal bin ich High Heels. Manchmal bin ich Sneaker. Aber meistens bin ich ganz viel Nina. Meine Make-ups befinden sich meistens irgendwo in der Region zwischen Alice im Wunderland, Schneewittchen und Businessfrau. Ich trage mein Innerstes ganz gerne nach außen und man sieht an meinen Make-ups eigentlich auch immer, wie es mir geht. Ich kämpfe ziemlich oft für ein starkes Frauenbild und muss ganz schön einstecken, aber ich kann auch austeilen. Ausgeteilt wird allerdings nur mit Intelligenz. Ich definiere meinen Style eigentlich täglich neu. Stillstand ist für mich inakzeptabel. Meine größte Stärke ist wohl meine Wandelbarkeit und meine größte Schwäche mein großes Herz. Über den eigenen Stil bzw. über die eigene Optik, egal ob du dick bist, dünn bist, riesig bist oder winzig bist, kannst du ganz, ganz viel über dich erzählen. Ich zeige gerne, wer ich bin. Ich glaube, ich wäre genau die Richtige für dein Team. A, weil ich Mama bin und B, weil ich in etwa genauso eine große Klappe habe wie du. Außerdem bin ich, glaube ich, ziemlich mutig und wissbegierig. Ich lerne gerne und nehme gerne Tipps von anderen Menschen an. Und ich mag dich einfach. Und ich glaube, so eine Mutti im Team wäre gar nicht so verkehrt.
Oh, ich drücke mir jetzt dann doch auch mal selber die Daumen und drücke natürlich allen Mädels, die mitgemacht haben, die Daumen. Und liebe Tine, vielen Dank für diese Aktion. Ich finde es echt extrem cool. Das war's für heute. Mach's gut. Bis bald. Deine Nina. Die nächste, die ich euch vorstellen möchte, ist die liebe Gözde. Hallo Tine, ich bin die Gözde und bin 21 Jahre alt. Das hier ist mein Bewerbungsvideo für dich. Ich mache seit circa 2 Monaten Videos und habe einen Beauty-Lifestyle-Channel. Da kommt natürlich eure Aktion mit Lancôme gerade richtig. Ich dachte mir, ich zeige dir mal, was so in meiner Flugzeugtasche ist. Denn ich fliege gleich nach Istanbul und muss in 5 Minuten eigentlich los. Ich zeige dir mal schnell, was ich so mitnehme. Das hier ist meine Tasche. So sieht die aus. Die ist von TK Maxx. Ich habe die Farbe hier gewählt, weil ich mir dachte, die Tasche passt zu jedem Outfit. Und weil ich nur eine Woche da bin, wollte ich nicht noch eine Tasche mitnehmen. Also als erstes habe ich meine Plüschsocken mit, weil mir ist immer sehr kalt im Flugzeug und ich ziehe sehr gerne meine Schuhe dann aus und ziehe diese Socken an, dann wird mir nicht kalt. Dann habe ich ein Buch mit, denn ich fliege alleine und brauche Beschäftigung. Meine Cousinen warten da schon auf mich, aber ich konnte nicht wegen der Uni und fliege nach. Deshalb ein Buch, damit mir nicht langweilig ist. Dann habe ich meine Zahnbürste und Zahnpasta mit und meine Zahnspangenbehälter-Dings. Denn ich habe eine Zahnspange, die sieht so aus, man kann die fast kaum erkennen, denn das sind die Invisaligns und ich bin sehr zufrieden mit denen. Dann habe ich mein Flugticket mit meinem Portemonnaie, aber das ist uninteressant. Was sehr wichtig ist, ist für mich diese Lifesaver-Tasche. Denn da habe ich eine Creme für die Lippen, einen Lip Liner für etwas Farbe auf den Lippen. Dann habe ich hier Creme umgefüllt, das sind diese Behälter von DM. Dann habe ich diese Dinger hier, die kann man auf die Klobrille legen und dann ist man sehr gut versorgt. Man muss nicht auf der schmutzigen Klobrille sitzen und die funktionieren sehr gut, kosten nicht mehr als 1 Euro und ich sehe gerade, die 2 Minuten sind voll. Das sind so die wichtigsten Dinge, die ich mitnehme. Ich hoffe, das Video gefällt dir. Ich muss jetzt schnell los, aber ich wollte mich auf jeden Fall noch bewerben, weil ich freue mich auf die ganze Aktion und freue mich auf eine positive Rückmeldung. Bis dann. Tschüss. Ja, dann haben wir noch die zauberhafte Florence, die ich euch vorstellen möchte. Hi, ich bin Florence, 24 Jahre alt und komme aus Berlin. Und das ist mein Outfit. Beschäftige ich mich viel mit YouTube und ich habe das richtig lieben gelernt und mich davon auch ein bisschen mit Video drehen und fotografieren und dem Ganzen befassen. Außerdem zeichne ich gerne und bin auch ein bisschen kunstbegeistert. Your mood has changed. Now you can see. Your soul is unchained. Now is the time, feel free. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn das so ist, dann schaut doch in die Infobox. Dort habe ich beschrieben, woher ich alles habe. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Als nächstes haben wir die zuckersüße Julia. Hallo.
Heute gibt's ein neues Video von mir, aber das wird ein ganz besonderes Video, denn besser spät als nie, heute ist der letzte Tag, an dem man sich für das Team Christine Valeska entscheiden kann. Es geht um den Beauty-Blog Star 2014. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann verlinke ich euch das geschwind unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. Und da du, Christine, wissen wolltest, was ich so als Kleidungsstil habe, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß! Ich bin eher der legere Typ. Also ich habe ganz, ganz viele unifarbene Kleider in meinem Kleiderschrank und pepp die am liebsten mit ganz vielen Accessoires auf. Und meine liebsten Accessoires sind natürlich Statementketten, die momentan in aller Munde sind. Und so mache ich das dann immer. Und das ist genau mein Ding. Für mich gibt es auch eigentlich nichts Tolleres, als wilde Spitzen-Chucks-Kombinationen zu machen. Ich liebe so das Feine mit so ein bisschen Sportlichem zu verbinden und genau das bin ich. Aber am allerliebsten trage ich natürlich das. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und besonders dir, Christine, denn du musst jetzt entscheiden. Denn ich will jetzt nicht in deine Haut stecken, denn die Auswahl ist ganz schön schwer. Denn ich habe mich natürlich auch mal durch die ganzen Videos geklickt und da waren schon einige gute dabei. Aber du machst das schon und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und zum Schluss die wundervolle Jules. Hey, ich bin Jules, ich bin 24 Jahre alt und ich liebe Beauty, Fashion und Design. Ich bewerbe mich als Beauty-Blogstar, weil ich YouTube liebe und in den letzten Jahren so viel gelernt habe, dass ich endlich was zurückgeben möchte. Sollten unter den Zuschauern Blogleser dabei sein, wird euch mein Gesicht vielleicht bekannt vorkommen. Seit 2 Jahren führe ich den Blog schönwild.de und das ist kein Zufall, denn vor genau 2 Jahren habe ich Rebecca, Nina und Christina beim Eigelab-Event in Düsseldorf kennengelernt. Und ich habe mich von ihrer Begeisterung sofort anstecken lassen und noch in derselben Nacht, als ich nach Hause kam, angefangen, den Blog zu schreiben. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr einschalten würdet und wie es so auf meinem Blog bzw. YouTube-Kanal aussehen könnte, das seht ihr jetzt gleich. Viel Spaß dabei! Meine Top 5. Und meine lieben Mädels, ihr Top 5, ja, ihr hört jetzt bitte gut zu. Ich stelle euch jetzt nämlich die nächste Aufgabe. Als nächstes Video möchte ich von euch sehen ein Follow Me Around. Und zwar nicht irgendeins, sondern ein Follow My Weekend. Das heißt, ich möchte sehen, was ihr am Wochenende so treibt. Und zwar dieses Wochenende, denn ihr habt nämlich verdammt wenig Zeit. Bis zum 22.05. habt ihr Zeit, das Video fertig zu machen. Dann sollte es hochgeladen sein. Ihr lieben Zuschauer, ihr könnt das Video aller Top 15 dann am 23. sehen. Ihr findet dazu hier unten einen Link. Ich werde euch das natürlich dann auch nochmal überall posten, ja, auf Twitter und Facebook und Instagram, überall, dass ihr euch jetzt die Videos der Top 15 anschauen könnt. Das könnt ihr nämlich auf der Internetseite von Lancôme, auf der Facebook-Seite gesagt. Dort könnt ihr tabellarisch nämlich alle Videos von allen Kandidatinnen aller Teams sehen und dort eure Lieblinge voten. Das heißt, ja, dann wird es spannend, denn da stellen wir eine dritte Aufgabe. Und ja, dann könnt ihr weiterhin voten. Ihr sollt die Mädels einfach auch ein bisschen kennenlernen.
Ihr könnt dann voten, ihr könnt dann euch aber auch Zeit lassen und euch erst beide Videos anschauen, wie ihr wollt. Danach, ja, wer dann die meisten Stimmen hat, ist weiter, wer weniger Stimmen hat, ist raus. Das ist natürlich, aber so ist es. Am Ende kann es nur eine Siegerin geben, nur eine kann Germany's Next Top Beauty Blogger werden. Nur eine kann mit mir nach Paris fahren ein Wochenende. Und nur eine kann eine Canon, ein MacBook und was weiß ich noch? Ein Schnittprogramm gewinnen. Ja, ich hoffe, es war klar und verständlich. Ihr findet alles nochmal unten in der Infobox aufgelistet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch, meine lieben Mädels, wünsche euch viel Spaß beim Filmen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst, ihr könnt mich mal erreichen. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Es tut mir leid, dass ich momentan mich so rar mache, aber wir sind in Umzugsvorbereitungen und es ist Chaos pur. Wir sehen uns. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.